Willkommen, liebe Leute, zurück zu Dragon Ball Xenoverse. Wir machen jetzt mal weiter und... What? Geiler Schnurri, Junge. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier Son Gohan am Start. Ich habe jetzt diesen bescheuerten Drecksadler-Kick des Öfteren mal eingesetzt in, Alter, dieses Gepiepe geht mir so auf den Nerv, wenn du in der Nähe von Leuten bist, mit denen du interagieren kannst. Ich habe diesen dummen Adlerkick jetzt das öfteren mal eingesetzt in Parallelquest-Missionen und da gab es echt einige. Ich habe jetzt einfach mal auch Missionen genommen, die ich noch nicht gezeigt habe oder sowas. Aber ein, zwei davon will ich euch auf jeden Fall mal zeigen, weil unter anderem gibt es dann da doch mal den dreifachen Super Saiyajin Gotenks oder auch Vegito. Und ich glaube, den wollt ihr mal sehen, oder? Oder nicht? Ich denke schon. So, und ja, jetzt labern wir den mal an. Jetzt bist du stärker. Gehen wir zum nächsten Training über. Trainiere mit mir, greif mich mit voller Kraft an. Warte, Son Gohan. Kann ich auch beim Sparring mitmachen? Alter, die Alte nervt. Hä? Von mir aus. Du wirkst ruhig. Dir ist klar, dass wir 2 gegen 1 kämpfen, oder? Ich wollte schon immer gegen Son Gohan kämpfen, wenn er volle Kraft hat. Also los, kooperieren wir, um Son Gohans volle Kraft auszulösen. Ach, du mit mir auch noch, oh Gott. Verzieh dich doch einfach. Die Alte nervt. Das ist nicht mehr normal. Ihr habt mir auch geschrieben, dass anscheinend der Son Gohan-Weg schwer sein soll später, aber wir schauen jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. I'll go full power from the start. I'll make you fight at full power too. Dude's really serious. I wonder. Did I do something to make him mad? Ich habe auch den großen Saiyaman freigeschaltet. Dem bin ich dann auch begegnet. Also ein paar Figuren habe ich dann auch noch freigeschaltet. Aber ich muss sagen, Vegito ist nicht so geil, wie ich gedacht habe. Hier. Weil ich weiß auch nicht warum, aber der hat überwiegend Son Goku-Attacken hier. Ich kann es euch gleich mal zeigen oder später, je nachdem. Mal gucken. Ich habe auch aufgelevelt, damit wir endlich Builds, was heißt endlich? Damit wir Builds kaputt schlagen können. I'm gonna start taking things more seriously. Was habe ich hier eigentlich drin? Ach ja, das ist Masenko. Ja, das ist auch ultra scheiße. Das schießt irgendwie schräg oder schief oder was weiß ich. Das ist auf jeden Fall richtig kacke. Let's end it here. I didn't think you two had that much power in you. I'm gonna be a little sore after that. I finally got to see Gohan fight seriously. Oh Gott, Mann, die nervt, Leute. Die nervt, die Alte. Ihr seht schon, ich bin Level 55. Ich wollte eigentlich nur bis 50 aufleveln. Boah, ich muss mal zwischendurch auch was trinken, ne? Es tut mir leid. Aber irgendwie... keine Ahnung. Ich wollte noch irgendwas... Irgendwas wollte ich auch noch farmen. Was war denn das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, wir gewinnen! Meine Güte, hätte nicht gedacht, dass ich Super Saiyajin werden muss. Ihr zwei werdet schneller besser als ich gedacht hätte. Hehehehe, das freut mich. Endlich hast du deine volle Kraft gezeigt. Es war nicht seine volle Kraft, aber egal. Du wirkst viel cooler als sonst, Son Gohan. Ihr wart beide gut, ihr habt dieses Training bestanden. Komm wieder, wenn du stärker bist. Wir machen dann weiter. Gib mir die neue Fähigkeit jetzt, aber ganz flott. Hallo! Ich habe auf dich gewartet, kannst du etwas für mich tun? Also, Son Gohan hat eine Menge für mich getan. Deshalb würde ich ihm gerne was schenken, um mich bei ihm zu bedanken. Nur ein Symbol meiner Wertschätzung, verstehst du? Das ist brav für eine Frau, so gehört sich das auch. Ich wollte ihm, mir geht's gut geben. Ich finde es nur nicht. Kannst du für mich nach, Alter, Junge, haben wir das nicht? Und vor allem auch sehr schlau, 1,50 Meter neben dem das zu erzählen, aber gut, passt schon. Aber anscheinend haben wir es nicht. Was soll ich ihm nochmal geben? Wie heißt es ganz genau? Mir geht's gut.
Kann man das kaufen? So, kurz gucken. Sollen wir das gucken? Ob's gibt's? Wir gucken kurz, ob's gibt's. Ach genau, ich muss ja auch meine Kapseln hier auffüllen. Ich habe mir auch die Gruppenenergie mal geholt. Auch mal vorsichtshalber. Zubehörladen. Hier müsste es ja sein, oder? Nee, Quatsch, wo waren, wo sind denn die Sachen nochmal? Bei Objektladen, ne? We have nice new items in stock. Nie aufgeben. Setzseele des Zeitsoldaten aktiviert bei K.O. Okay. Das klingt doch eigentlich interessant. Ne, das gibt's nicht zu kaufen. Wie kriege ich das? Das ist ja jetzt schon wieder die Frage, ne? So schnell kann's gehen. Oh, Gotenks will mal Meister werden. Zum Goten? Welcome. Aber ich glaube, hier gibt's auch nichts Neues. Nee. Ganz kurz mal Fähigkeiten lernen, abchecken, yo. Aber gibt's auch nichts. Auch nichts Cooles. So, bevor ich das vergesse und es gerade wieder in den Sinn gekommen ist, Masenko raus, das ist echt scheiße. Was haben wir da bekommen? Entfessle eine Druckwelle, die deinen Gegner in Zeitlupe hochwirft. Verbinde diesen Move zu einer Combo. Okay. Aber ohne Scheiß, hier ist echt so. Hab ein paar Sachen ausprobiert, aber irgendwie Galligstrahl und Kamehameha. Ja. Warum kann ich hier eigentlich nur drei Sachen? Was ist das denn hier? Siegeskanone. Voll eine mächtige KI-Welle, eine Ki-Welle aus deinem Mund ab. Ja, komm, probieren wir mal aus. Warum kann ich da eigentlich nur drei Sachen reintun? Der eine Platz bleibt ja auch immer frei, denn. Ach, Gotenks, du Waschlappen, du. Lali-lalu. So, jetzt probieren wir nochmal. Den Katzengott. Ach ja, ich sehe so wunderschön aus. Nein, mach den weg! Ich verstehe keinen Humor, ich verstehe das nicht. Ist das lustig? Ich weiß es nicht. Oh, warte, warte. Was habe ich denn eigentlich noch? Ich glaube, ich habe mir noch ein bisschen was anderes gekauft. Roshi's Bart, ist natürlich legendär schon, quasi. Sieht auch nicht so scheiße aus. Piccolos Turban. Wo ist denn die fette Sonnenbrille? Ich habe Meister Kaios Sonnenbrille mir gekauft. Aber ist ein bisschen klein für meine Augen. Für meine süßen Äuglein. So. So. Probieren wir das Ganze noch ein weiteres Mal. Warte mal, ich kurz gucke ich
Kampfobjekte sind alle ausgerüstet. Okay. Mhm. Ja. So. Blockierte Szene, Jungs und Mädels. Das geht gar nicht klar. Scheiße, Mann. Wir kommen zu einem Moment, der nicht offen sein darf. Ja, komm, quatsch mich doch nicht direkt wieder vor. Yes, let's do this. Und dann sterbe ich nach 20 Sekunden und dann darf Sorbus alles alleine machen. Ja, yeah. Geil. So, ich mach mich platt jetzt, okay? Alles klar, ich mach mich fertig jetzt. Okay. While fighting both. All right, here we go. I can't lose this. Wie der immer noch alles blockt, Alter. No matter how awful the situation is, there's still hope. We can't give up. Alles klar, ich bin schon fast tot. Ich bin schon fast tot, Alter. Ich kann überhaupt nichts machen, wenn ich... Oh, Alter, boah, Junge, boah. Boah, Alter, boah. Ja, jetzt habe ich natürlich Final Flash und das Dings umgestellt. Weil das ist auch bei jedem Charakter, den du zocken kannst. Oh, weg hier. Weg! Ah! Weil es auch bei jedem Charakter, den du zocken kannst, auch immer auf dem obersten Knopf ist, Dreieck halt oder Y, je nachdem, wo man zockt. Alter, der Whiz geht mir so mies auf den Piss, Alter. Geh mir vom Leib, Alter. Das zählt nicht mal für den. Okay, ich hab's mir schon gedacht. Den habe ich beim letzten Mal schon richtig gesehen. Okay. Dann habe ich wirklich richtig gesehen, dass es nur für die Leute gilt, die du mitnimmst. Und nicht für die Computergegner. How well you are doing against us. Delightful. Now, how about we just leave it to them? I don't know. I never change my mind about it. Then what, pray tell, is the place of testing then? Oh, be quiet. The battle isn't over yet. Excuse me. Wie es den einfach nicht juckt. Der ist der steht komplett da drinnen in dem Angriff. Und es juckt den einfach nicht. Es ist so dämlich. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es wieder nicht schaffen. Now that's impressive. Ha! Give up and surrender. Alles Training umsonst, ey. Ist ja nichts gebracht. Es läuft sogar noch schlechter als beim letzten Mal. Give up and surrender. Geil. Also das kotzt mich wirklich am meisten an, dass es keinen Effekt hat, wenn die da drinnen stehen. Guck mal, da steht hier, der Whiz steht doch vollkommen drinnen. Ja, das war's. Der steht doch drinnen, das haben wir doch alles gesehen. Das haben wir alle gesehen. Der schlägt auf mich ein, steht im Angriff drinnen von mir. Dementsprechend ist seine Deckung nicht oben. Er müsste getroffen werden, nach meiner Logik zumindest. Aber gut, es interessiert ihn nicht. Alles klar, Roger, Roger in Kambodscha. Finger in Po, Mexiko. Gut, ich probier's noch einmal. Wenn es jetzt wieder nicht klappt oder richtig scheiße läuft, so wie gerade eben, dann, ja, Leute, dann könnt ihr mit dabei sein, wenn ich ein bisschen auflevel oder rumheulen und sagen, ja, der macht die Story nicht weiter. Ist mir dann auch egal. Ihr seht ja, es wird nichts sonst. Wir müssen noch ein bisschen aufleveln. Ich habe sowieso den Eindruck, dass ich weiß nicht. Zwischenzeitlich war ich bei den manchen sagen, war ich auf jeden Fall ein höheres Level, als es gebraucht worden ist. Zum Beispiel Freezer und so weiter. Auf jeden Fall war ich viel höher, als man hätte gebraucht. Ich glaube, Cell dann auch oder sowas. Aber mittlerweile, ich weiß nicht. Habe ich ein hohes Level für die Sache? Ich weiß es überhaupt nicht. Ich kann es gar nicht einschätzen. Aber ihr seht schon, wie ich auf die Fresse kriege. Vor allem, die stürzen sich auch immer zu zweit auf mich. Und der Whiz geht mir so offen. Ich hau dich jetzt kaputt, ey. Guck mal, der blockt ja auch alles, egal was ich mache. Das,
Das heißt, es muss ja irgendwas muss ja hier nicht stimmen, dass ich nonstop auf den Rücken, in den Rücken rein schlage, wie sonst was, und ich nichts treffe. Irgendwie muss es ja an einem Level liegen, oder nicht? Oder woran liegt es dann sonst? Ich verstehe das nicht. Nach dem dritten Schlag liegst du schon am Boden, oder wie? Steh auf, du Lappen! Oh, weg, 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 weg. Wer will jetzt schon das Wissen wieder? Okay, ich muss die Ziele einfach ändern, ja. Weil die sich auch immer ändern von denen. Oh, wieso drück ich echt immer nach unten? Ein Block, im Fallen blockt er alles. Bam, 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 bam. Aber jetzt wird's eklig wieder. Ich habe jetzt extra bewusst in die falsche Richtung geprügelt, jetzt auch schon wieder. Ist alles natürlich von mir gewollt. Nicht, dass ihr denkt, was macht er da? Boah, shit. Eine Flash, Junge! Gib mir Kraft, Vegeta! Oh. It's a surprise how well you are doing against us. Delightful. Now, how about we just leave it to them? I don't know. Oh, jetzt werde ich getroffen von dem Scheiß. Schon wieder zu Ende. Es sah aber irgendwie. Ey, ich muss hier auch die ganze Zeit abpusten. Das geht mir noch zusätzlich auf den Sack. Es tut mir auch leid, dass ich jetzt gerade so husten muss. Ich trinke schon zwischendurch, was ich nicht mache eigentlich. Let's Plays, komm. Alle guten Dinge sind drei. Ich probiere es einmal noch. Das liegt nämlich ein bisschen besser. Are you ready? Wenn ich wirklich so hin und her wechsle, auf denjenigen, der mich gerade versucht. Let's do it. Der mir gerade versucht, ans Bein zu pissen. Auf den wechsle ich dann, den schlage ich so brei, locker, so, wie es halt geht. Und, ja. Oder wenn beide sich auf mich stürzen, kassiere ich einfach erstmal. Kann ich auch machen, wäre auch eine Idee. Ich kann nicht mal was machen, ich kann nicht mal aufstehen. Even if my opponent is the god of destruction, no matter how awful the situation is, I still hope. We can't give up. You, Goku, and everyone else. That's what you taught me. Also ich sage euch so, wie es ist. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Der ist zu übel. Ich muss noch trainieren gehen. Weil die Scheiße ist ja dadurch... Ich kann mich auch nicht auf einen konzentrieren oder so. Weil jetzt wechselt es wieder. Jetzt wechselt er schon wieder auf mich. Wie habe ich denn beim allerersten Versuch mit dem geringeren Level geschafft, es geschafft, einen kaputt zu schlagen? Zieht euch das mal rein. Das ist ja auch nicht mehr spaßig oder so, wenn du von zweigleisig angegriffen wirst. Das macht ja auch gar keinen Bock mehr, denn... Wenn du nonstop irgendwelche Feuerbälle in die Fresse kriegst. Ich glaube, ich bin echt unterlevelt. Was mir auch nochmal ein Zeichen dazu gibt, ist, wenn... ich mich normalerweise in einen Super Saiyajin verwandeln und jemand steht direkt neben mir, der wird erstmal zurückgeworfen. Wegen der Druckwelle. Das ist hier auch überhaupt nicht der Fall. Es juckt die einfach einen Scheißdreck. Aber es hat ja auch keinen Sinn, jetzt hier das 80 Mal zu probieren. Ich gehe gleich aufleveln. Ich gehe einfach aufleveln. Und wie gesagt, wer dabei sein will, ist dabei. Wer nicht, der nicht. Ich werde euch auf jeden Fall mal ein paar neue Charaktere zeigen, wie Vegeto
Oder was habe ich denn noch freigeschaltet? Ja, mal gucken. Mal gucken einfach. Haben wir schon mit Super Saiyan God gezockt eigentlich in der Aufnahme? Ich weiß es schon gar nicht mehr.